entfernen. Das dürft ihr natürlich zu Hause nicht machen. Heidio miteinander. Heute will ich mal ein paar große Holzknöpfe machen. Und da ich es mir vom Prinzip her meistens extrem einfach mache, wenn es um Basteln geht, werde ich das jetzt auch mal ausprobieren. Also meine Vorstellung ist, dass ich nur Bohrkrone brauche, Forstnerbohrer, nochmal einen kleinen Bohrer und die Standbohrmaschine. Jetzt wieder ganz, ganz wichtig, nicht zu Hause nachmachen, bliblablub. Wenn ihr die Knöpfe nachbauen wollt, müsst ihr halt euren Rohling vom Prinzip her mit der Stichsäge oder mit der Bandsäge aussägen. Dadurch, dass ich dazu etwas zu faul bin und eine Bohrkrone habe, wo man hier den Bohrer auswechseln kann, nehmen wir jetzt hier ganz einfach den Bohrer raus. Swupp. Machen die Schraube logischerweise wieder fest, weil ansonsten ist sie irgendwann weg. Obwohl, nee, komm, ich drehe sie auch komplett mit raus. Pack sie neben den Bohrer. Ich werde beides sowieso wahrscheinlich nicht wiederfinden, aber das macht ja nichts. So. Dann. Ach ja, das hier sind die guten Billigbohrkronen, die man in einschlägigen Non-Food-Artikelmärkten kriegt oder halt, wenn ich sie finde, verlinke ich euch das auch unten hier bei Amazon und so weiter. Ganz, ganz wichtig, das sind wieder alles Bezahllinks, dass ich mal wieder meinen Porsche tanken kann, weil schönes Wetter ist ja auch da, der will mal wieder getankt werden und gefahren werden. Also, ich habe jetzt hier eine Bohrkrone ohne Fixierung, das heißt, große Standbohrmaschine, das Holzbrett vernünftig fixieren und so weiter, dann funktioniert das auch alles. Aber nicht zu Hause nachmachen. Ganz, ganz wichtig. Nicht zu Hause nachmachen. Ihr nehmt dafür dann halt die Stichsäge, die Bandsäge oder halt irgendwas anderes, um in ein Stückchen Holz einen runden Kreis reinzumachen. Ihr nehmt nicht eine Bohrkrone, wo ihr die Zentrierspitze entfernt habt. Nein, das macht ihr nicht. So, ich glaube, ich habe jetzt erstmal genügend gesprochen. Ich werde jetzt erstmal mit der Kamera zu den Maschinen gehen und dann seht ihr ja, wie man es nicht macht.
Wie ihr gesehen habt, ruckzuck und schon sind die großen Knöpfe fertig. Aber, ganz, ganz wichtig, hier meine Bohrkrone wieder sicher machen. Und so rum, so rum. Dazu muss ich jetzt natürlich auch noch eins sagen, wenn ich hier fertig bin mit Schrauben. Na komm. So. Bohrkrone ist wieder so, wie sie sich gehört. Also, durch den Forstnerbohrer habe ich hier natürlich leider Gottes noch mal ein kleines Loch wegen der Zentrierspitze, wo wir auch gerade beim Forstnerbohrer sind. Ich brauche unbedingt mal wieder 40er und 45er Forstnerbohrer, die scharf sind. Ich muss mal wieder hier riesengroße Bestellung machen. Aber wenn man jetzt ganz, ganz mutig ist, ich mache jetzt noch mal die Tage ein Video mit kleinen Knöpfen. Da habe ich mir dann auch einen Jig für gebaut. Hier, ich spoiler mal ein bisschen. Da habe ich dann jetzt einen Forstnerbohrer genommen, wo ich hier die Zentrierspitze entfernt habe. Da hat man natürlich dann den Vorteil, dass hier dieses dritte Loch nicht ist. Also vom Prinzip her, wenn ihr es zu Hause nachmachen wollt und dickes Garn benutzt, dann könnt ihr eigentlich hier auch den Zentrierbohrer drinnen lassen und geht auf Nummer sicher. Also wenn ihr den Zentrierbohrer drinnen lässt, könnt ihr die Bohrkrone nehmen. Wenn ihr ihn rausmacht, so wie ich, dann solltet ihr die Dinger hier etwas anders herstellen. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr hattet jetzt hier schöne Ideen dabei. Baut vielleicht auch mal große Knöpfe oder ihr lasst euch noch mal was ganz anderes einfallen, was man damit machen kann. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag auf YouTube.